Hallo, meine Lieben. Ja, heute ist Muttertag. Wir haben heute Sonntag, den, ich glaube, 13. Mai. Ja, ich bin zurück. Ich war am Wochenende bei meiner lieben Michelle, bei der lieben Diva Kreativa. Meine gute Mäuschen, also ganz ehrlich, dein Name, ah, das muss fließen. Ja, und da waren wir natürlich auch einmal im Action und einmal in einen anderen Laden. Also es wird ein gemischter Haul und ein bisschen was von Ali ist gekommen. Ja, und ich möchte es euch gerne zeigen, dann kann ich das nämlich verräumen und ja, los geht's mit einer, wie ich finde, total niedlichen Verpackung bzw. Schatulle. Ich finde die so niedlich und ja, guck mal, da bin ich auch ein bisschen und ja. Guck mal. Schubladen, zwei Stück. Und hier oben. Und ich finde das so niedlich. Die durfte mit. Die war auch nicht teuer. Die hat auch. Das ist ein Preis drauf. 2,99 hat die gekostet. Und ich fand die so niedlich. Die kommt bei mir hier auf den Platz. Da kommen so Kleinigkeiten rein. Und ja. Die durfte mit. Dann habe ich mir die Tasse gekauft. Die hat 3,99 gekostet. Und ist die nicht niedlich? Die kommt bei mir auch hier rein. Da kommt vielleicht Washi-Tape hier rein oder so. Ja, die durft auch mit. Ich stehe ja so auf die Kombination. Und alles mit weißen Punkten. Weiße Punkte. Ich liebe weiße Punkte. Und ja, die fand ich auch total niedlich. Die durft mit. Dann habe ich mir nochmal zum Eingießen für meine maritimen Anhänger für 1,99 so ein. Ja, was ist denn das? So Muschelschnipsel, sag ich jetzt mal, gekauft. Und ja, also die werde ich natürlich auch, wenn ich weiß, dass jemand jetzt Gießharz macht, werde ich natürlich auch vertauschen was. Und ja, werde ich mal was abfüllen. Das durfte auch mit. Dann fand ich da ganz niedlich. Oh. Ja, fand ich total niedlich. Einmal im Halloween-Style. Und die Tüten, die waren auch nicht teuer. Steht da ein Preis drauf. Jedenfalls sind es 6 Stück und die haben, ich glaube, 99 Cent gekostet. Und dadurch, dass ja doch einige so auf Halloween stehen, werde ich natürlich, weil ich dabei bin, Ü-Pakete zu packen, werde ich natürlich diejenigen, die auf Halloween stehen, auch was in die schöne Tüte machen. Und ja, habe da auch ein paar Kandidaten. Wer mich kennt, der weiß, wen ich meine. Und natürlich einmal Charmy Kitty. Ich fand das so niedlich. Hier ist der Preis 99 Cent. Die andere war genauso. Und ist die nicht Zucker? Ich finde die so niedlich. Ja, und dadurch, dass die Mädels natürlich auf Halloween stehen, die stehen auch ganz besonders auf Kawaii. Ja, das ist eine schöne Kombination. Und ja, die durften mit. Dann kam bei von Ali auch an. Entschuldigt, Süßen. Oh, das funkelt. Guckt euch das an. Das sind, ich glaube, 50 Blatt gewesen. Und das ist so Stoff. Na, also kein Papier, das ist Stoff. Und das ist so schön dünn. Und ja, da gibt es natürlich Pocket Letter. Ich bin einer ganz tollen Gruppe, was Pocket Letter betrifft. Ich habe natürlich der lieben Michelle schon abgegeben. Das waren von jeder Farbe 5. Da haben wir einmal in so einem lila Ton, in Gelb, Orange, ist das auch Orange? Nee, Rot, in Blau, hier ist das andere Rote. Moment, werde mal das zusammenpacken. So. Dann in so einem ganz tollen Weiß, Rosa, hier ist das andere davon. Dann nochmal einen kräftigen Pink. Hier ist das andere noch in Rosa. Packen wir dazu. Hier ist das nochmal in Blau. Ne, ist ein anderes Blau. Das ist ein anderes Blau. Jetzt das hier. Ja, kann man gut erkennen. Dann in Grün. Pink hatte ich schon gezeigt. Ja. In den Farben. Und das war, oh Gott, lass mich lügen. Ich glaube, ein bisschen über 1 Euro, wenn überhaupt.
Habe ich mitgenommen. Wird natürlich auch einiges vertauscht. Dann kam von Ali an. Guck mal, eine Totoro-Federtasche. Und ich fand die so toll. Und die war auch gar nicht teuer. Hier ein Fach. Stifte. Habe ich hier noch zwei Fächer. Und hier großes. Großes Fach. Also das ist auch schön hoch. Und ist die nicht toll. Ich finde die super. Und ja, die durfte mit. Man fragt mich jetzt leider nicht nach Preisen. Dann habe ich bei Swantje im Video gesehen, dass sie so eine ganz tolle Wassermelone bekommen hat. Und die, ja, ich muss auch so eine haben. Und die ist so toll. Ist das so ein Müll. Und passen viele, viele Stifte rein. Und, oh, ich fand die so schön. Und die ist schön weich. Und ja, die durfte auch mit. Fand ich ganz toll. Dann habe ich mir Sticker gekauft. Guck mal. Warte, ich zeige die euch mal einzeln. Ich finde das so toll. Ich wurde so angefixt, was Kawaii betrifft. Oh, guckt euch das an. Ist das nicht niedlich? Das ist jetzt, ich glaube, Chapeau. Glaube ich, heißt die Lady hier. Dann habe ich... Der hier ist doppelt. Der ist natürlich, der wird natürlich auch vertauscht. Was heißt hier vertauscht? Das wird ja ein Ü-Paket. Ne, also nichts mit vertauscht. Denn der hier. Ach, ist das niedlich. Der hier. Oh, ist das süß. Das ist mein Melody. Ich habe keine Ahnung. Ihr klärt mich da bestimmt auf. Ich verwechsel die immer. Der hat auch einen Namen, das weiß ich. Also wenn ihr euch mal, ne, die Mühe machen möchtet, also ich bin da sehr dankbar, wenn ihr mir da die Namen, ne. Rilakkuma kennt man natürlich, Kurilakkuma natürlich auch. Und ich habe ein paar Namen drauf, aber ich weiß nicht, wer ist. Und ja, da hoppelt bei mir ein bisschen. Aber, ja, nach und nach kriegt man das natürlich auch auf die Kirsche. So, die habe ich auch bestellt. So, und dann war ich mit natürlich mit Michelle im Action und habe mir im Action gekauft erstmal zwei Stickerbögen und die werden natürlich im Pocketletter auftauchen. Aber dazu mache ich ein separates Video und das Video natürlich kommt erst, wird natürlich erst geladen, wenn diejenige welche den Pocketletter auch erhalten hat. Und ja, die haben 35 Cent gekostet, sind 18 Stück und ich finde die so toll. Einmal mit Schmetterlingen, einmal Herzen und Schleifen. Ja, die durften mit. Dann fand ich ganz toll. Ui, kommt der hier. Habe ich mir Aqua Brush gekauft. Das sind so Aquapinsel oder Wassertankpinsel, das hat er gesagt. Ich mach mal einen auf. Moment. Ja, natürlich, das dauert. So. Nö, die andere Packung muss ich ja jetzt nicht extra öffnen. Aber hat eine schöne Breitenpinsel. Nö, wird Wasser aufgetankt. Und zwar... Ja, da ist ein Drehverschluss. Wird Wasser aufgefüllt. Und dann kann ich damit pinseln. Ich meine, ich habe zwar Wassertankpinsel, aber... Oh, die haben, glaube ich, zwei Stück zu 99 Cent oder sowas gekostet. Und von der Warte habe ich die letzten beiden Pakete... Habe ich die letzten kleinen Pakete mitgenommen. Wird ja nicht schlecht, sowas, ne? Und vor allem, ganz ehrlich, wenn man... Ich habe ja meine... meine Aquarellfarben, ne? Und wenn man denn mit verschiedenen Farben arbeitet, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man auch ein paar mehr hat. Man macht die zwar gleichzeitig sauber, weil man ja mit Küchenrolle und so, aber... Ich zeige euch das auf alle Fälle. Also wie ich das mache, da mache ich definitiv noch ein Video von. Und ja, die durften mit. Dann natürlich zu meiner Entspannung, wie soll es auch anders sein, Strasssteine. Und die habe ich gekauft. Moment, vielleicht kann ich sie einfangen. Da habe ich die. Und zwar sind das die hier. Diese Blümchen. Bei Doreen Beats gab es die damals am Strang. Und die sind größer als die aus dem Hoch, entschuldigt bitte, als die aus dem anderen Hall. Ne, da hatte ich ja schon mal so ein Paket gezeigt. Und die sind jetzt größer als die anderen.
kann ich euch das zeigen. Nee, leider nicht. Auf alle Fälle sind die größer. Und ja, also verschiedene Größen zu haben, kann nicht schaden. Durfte der mit. Ist auch der einzige. Dann habe ich mir, und ich glaube, ich habe das bei uns so gar nicht gesehen, habe ich mir Stoff gekauft. Und zwar sind das 5 verschiedene Farben und die Größe 50x50. Und ihr wisst ja, ich stehe auf alles, was mit weißen Zinken zu tun hat. Und das ist echt schöner Stoff, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben wir diesen hier. Dann mit Blümchen. Und die Kombination allein schon ist ja wohl der Knaller. Den und den. Und ich finde ihn so toll. Ja, ich wollte nämlich mal ein Mini-Album machen mit Stoff. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und ganz zum Schluss habe ich mir eine Silikonform gekauft. Und irgendwie war der da für 1,99. Stand jedenfalls drauf. Ich meine, ich habe letztendlich 2,99 bezahlt, aber da sind ja immerhin 12 Fächer drin. Und ich kann nicht jetzt zeigen, doch zu. Also 12 Fächer drin sind glänzend und für meine Gießteile ist das auch völlig in Ordnung. Und ja, dann durfte der auch mit. So, das war mein kleiner, feiner Haul. So, ich werde euch mal ein bisschen... Ja, mein Schwenkarm, der ist nicht mehr so ganz stabil. Da rutscht der immer wieder runter, aber na gut, ist halt so. Ja. Ich habe noch einiges vor. Ich bin nämlich... Ich wurde erstmal ganz doll beschenkt von der lieben Michelle. Aber das erzähle ich euch in einem anderen Video, wenn es soweit ist. Und also ich zeige euch jetzt die Sache nicht, die ich von Michelle bekommen habe. Das ist so viel, also das würde ja den Rahmen sprengen. Aber ich möchte mich trotzdem an die bedanken bei Michelle. Und ja, ganz lieb. Ich meine, das habe ich zwar schon 1000 Mal gemacht, aber bei so viel Kram kann man das echt nicht genug machen. Ich werde jetzt ein bisschen verräumen. Dann werde ich mir ein paar Sachen zusammensuchen. Und im nächsten Video basteln wir zusammen ein Pocket Letter. Also wie ich Pocket Letter bastel. Und es kommt noch eine Verlosung. Und zwar habe ich mir gesagt, wenn ich die 500 Abonnenten knacke, dann mache ich eine Verlosung. Dazu kommt auch noch ein Video. Und ich lasse mir mal was einfallen, wie das denn ablaufen wird. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es kommt noch ein bisschen was. Mal gucken, ob es heute kommt. Aber es kommt auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war mein Action- und Co-Haul. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Dass dann doch das eine oder andere dabei ist, wo ihr sagt, oh ja, toll. Ne, wie Wassertankpinsel. Gab es bei uns zum Beispiel nie. Ne? Und dass ihr dann auch auf dem Weg oder mal bei Ali bestellt. Ne? Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.